Willkommen zurück bei Hometake. Die Firma Allpowers hat mir noch eine Powerstation zur Verfügung gestellt, die wir uns heute angucken, die R1500. Und was die genau kann, schauen wir uns heute an. Los geht's. Wie ihr seht, ich habe das gute Stück hier schon mal ausgepackt. Vom Lieferumfang her ist gar nicht so viel mit dabei. Ihr habt einmal natürlich ein Stromkabel ohne Netzteil. Das heißt, wir können uns wieder auf spannende Ladegeschwindigkeiten freuen an der Stelle. Sehr gut. Ihr habt ein kleines Täschchen, in dem das Stromkabel drin ist. Da könnt ihr dann auch noch weiteres Zubehör, wenn ihr es dann habt oder euch noch anschafft, so Ladekabel oder ähnliches mit reinpacken. Und wie üblich habt ihr ein bisschen Papier dabei, Schnellstartanleitung etc. pp. Das Spannendste an dem ganzen Ding ist der QR-Code hier vorne, weil damit könnt ihr eine Garantieerweiterung auf 5 Jahre machen. Und das würde ich auch jedem empfehlen, der so ein Gerät kauft. Das kann man auf alle Fälle mitnehmen. So, von den technischen Daten her, die gucken wir uns gleich im Detail an. Ich habe euch ja hier auf dem Kanal schon die ganz kleine R600 vorgestellt, sowie den großen Bruder, die R2500. Verlinke ich euch gerade mal hier oben. Und dementsprechend positioniert sich die R1500 genau dazwischen und sowohl von den technischen Spezifikationen als auch von den Leistungsdaten, die sie am Ende raushaut. Und die gucken wir uns jetzt mal im Detail an. Die Allpowers R1500 hat eine Bruttokapazität von 1152 Wattstunden bei 48 Volt. Sie hatten, wie erwähnt, Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus, das ist sehr gut. Sie ist natürlich wie die anderen Powerstations aus der R-Serie mit einer USV-Funktion ausgestattet. USV bedeutet unterbrechungsfreie Stromversorgung. Das heißt, wenn ihr Geräte mit dem Schuko-Stecker hier dran habt und die Powerstation wird mit Energie aus der Steckdose versorgt, bei einem Stromausfall schaltet die Powerstation um, eure Geräte laufen über den Akku weiter. Umschaltzeit sind zwischen 12 und 15 Millisekunden. Das reicht auch für alles, was man so hat, inklusive Computer und Ähnliches. Wir haben 4 Steckdosen. Insgesamt haben wir hier eine Dauerlast von 1800 Watt, was ziemlich gut ist. Was heißt ziemlich? Das ist richtig gut für ein Gerät mit 1000 Wattstunden Kapazität. Und ihr habt Spitzenströme, das heißt Einschaltströme bis 3000 Watt verträgt diese Powerstation. Ihr habt 2 USB-C-Ausgänge mit jeweils 100 Watt, auch Power Delivery fähig. Das heißt, in Summe könnt ihr aus den beiden USB-C-Ports 200 Watt rausziehen, ebenfalls richtig gut. Des Weiteren habt ihr 2 USB-A-Ausgänge, ganz klassisch, mit jeweils 18 Watt, auch an der Stelle völlig ausreichend. Was haben wir noch? Wir haben wie immer unseren kleinen, süßen 12-Volt-Autoausgang, das ist diese Rundbuchse da oben rechts. Die schafft wie üblich 12 Volt bei 10 Ampere, das heißt maximal 120 Watt, könnte man im Zweifel auch für eine kleine Nachteinspeisung nutzen. Die Powerstation an sich kann maximal mit 1500 Watt über das mitgelieferte Netzkabel geladen werden. Das heißt, ihr bekommt das Ding von 0 auf 80% wieder in roundabout 45 Minuten, ebenfalls wieder richtig gut. Solartechnisch geht das natürlich auch wieder einiges. Ihr habt ganz normal den XT60-Anschluss hier dran. Von 12 bis 95 Volt, heißt 13 Ampere oder auch maximal 650 Watt an Solarladeleistung, schauen wir uns dann natürlich auch an. Ihr könnt das Ganze natürlich auch über ein Autoladegerät, über die 12 Volt Buchse laden, 12 oder 24 Volt funktioniert ebenfalls. Dann, was ihr noch tun könnt, ihr könnt an der rechten Seite könnt ihr noch 2 weitere Akkuzusatzpacks mit jeweils 1 Kilowatt anschließen. Die müsst ihr natürlich separat erwerben, sofern daran Interesse besteht. Aber so könnt ihr auch diese mittelgroße Powerstation bis auf 3 Kilowattstunden aufblasen. Das funktioniert. Obendrauf habt ihr im Gegensatz zum großen Bruder auch 2 Wireless Charging Pads mit jeweils 15 Watt. Das heißt, mit insgesamt 30 Watt könnt ihr hier 2 Geräte per QI-Standard laden. Von den Maßen her hat die Powerstation 41,3 cm mal 31,2 mal 26,5 cm und das Gewicht sind 16,7 kg. So, die technischen Daten lesen sich doch schon mal ganz hervorragend. Und wie immer werde ich das Ding jetzt einmal nochmal komplett vollladen. Das ist dann in Summe die 2. Ladung, die das System dann hat. Und wir werden wieder eine kleine Kapazitätsmessung machen, wie viel wir denn tatsächlich von den 1152 Wattstunden brutto real nachher netto rausziehen können. Und ich würde sagen, der Zeitraffer beginnt jetzt. Thank you.
Einmal kurz und schmerzlos mit 1350 Watt leergezogen, das gute Stück. Wir sind gelandet in Summe bei 992 Wattstunden. Den Wert finde ich völlig in Ordnung. Die Powerstation schaltet, wie die meisten starken Powerstations, nicht erst bei 0% ab, sondern schon ein Stück vorher, in dem Fall bei 5%. Wenn ich die 5% auf die 992 Wattstunden noch draufschlage, lande ich bei 1041 Wattstunden und somit kann ich hier doch effektiv, ja gut, roundabout 90% nutzen von der Bruttokapazität 1152 Wattstunden. Der Wert passt für mich einwandfrei. Neben der Powerstation an sich gab es noch ein zweites kleines großes Paket von Allpowers und in dem war noch ein 100 Watt Solarpanel drin. Das steht hier so ganz frech hinter mir und ihr habt es noch gar nicht gesehen. Und zwar, uppa, ist das hier auch so ein dünnes Panel? Ja, man sieht's. Und ich würde mal sagen, 100 Watt. Wir verkrümeln uns mal kurz raus in den Garten und gucken mal, was das 100 Watt Panel dann real bringt. Hier einmal ganz kurz der Lieferumfang vom Solarpanel. Ihr habt das Panel an sich. Ihr habt das XT60 auf MC4-Kabel dabei, welches ihr benötigt für die Powerstation. Und ihr habt hier noch so ein paar Klettkabelbinder, womit das Panel über die 6 Schlaufen hier, oder Ösen besser gesagt, irgendwo befestigt werden kann. So, ich schließe das Ganze jetzt mal an und dann gucken wir mal, was es bringt. So, das System ist hier mal quick and dirty angeschlossen. Und ich kann schon mal sagen, die Powerstation, wenn sie ausgeschaltet ist, geht auch an, sobald ein Solarpanel angeschlossen ist. Ich hoffe, man erkennt das hier. Leistung 70 Watt. Das passt aber sofern ganz gut, weil heute ist trotz ganz viel Sonne und richtig warm kein strahlenblauer Himmel, sondern, ich weiß gar nicht, ob man das sieht, das ist heute hier so diesig. Also es ist nicht strahlenblau. So ein ganz diesiger Himmel ist das, das passt von der Leistung her. Das Balkonkraftwerk läuft heute in der Spitze auch mit gut 25% weniger und von daher passt das. Also wie gesagt, Solarpanel, sehr leicht, wiegt so 3-4 Kilo. Technische Daten blende ich euch hier gleich mal ein und ja, das funktioniert schon mal. Also auch mit den 100 Watt Panel von Allpowers gab es da keine bösen Überraschungen. Das funktioniert alles so, wie es soll. Das ist natürlich schön leicht noch an der Stelle. Das wiegt, wie gesagt, 3, 4, 5 Kilo. Wiegt gar nichts, kann jeder anheben. Es ist komplett wasserdicht alles. Es macht auch einen robusten Eindruck. Ja. Und dadurch, dass das Ding wirklich so schmal ist, ist es eigentlich auch ein cooles Produkt für die Krisenvorsorge. Da hat wirklich jeder Platz hinterm Kleiderschrank, um das zu platzieren. Und ja, funktioniert einwandfrei. Die technischen Spezifikationen, die lassen ja auch zu, dass man ein großes Solarpanel dort anschließen kann. Ich glaube, ich habe vorhin einen kleinen Fehler gemacht. Im Video habe ich es bestimmt nochmal irgendwie kenntlich gemacht. Ihr könnt Solarpaneele nicht von 12 bis 95 Volt dort anschließen, sondern von 12 bis 60 Volt. Das reicht für ein großes Panel. Das habe ich natürlich auch ausprobiert. Das funktioniert auch alles einwandfrei. Wenn die Powerstation aus ist, ihr schließt ein Solarpanel an, heißt, die springt dann auch automatisch an und lädt von alleine auch einwandfrei. Das heißt also, man kann es auch dauerhaft irgendwo lassen, nachts das Ding oder abends leer machen, ausschalten und wenn morgens Solarstrahlung kommt, geht das Ding an, lädt wieder voll, funktioniert einwandfrei. Auch die Nummer mit dem Zigarettenanzünder, da über die Nachteinspeisung mit dem Grid-Inverter. Wer das Video nicht kennt, schaut mal hier auf dem Kanal, gibt eine eigene Playlist über die Nachteinspeisung. Funktioniert ebenfalls, natürlich begrenzt auf 120 Watt, was der Ausgang so hergibt, aber funktioniert an der Stelle auch so, wie es soll. Dann gibt es wie immer die Allpowers App dafür, um das Ganze auch per Bluetooth oder WLAN zu steuern. WLAN geht nur, wenn ihr euch vorher ein Benutzerkonto anmacht. Mir reicht in dem Fall Bluetooth. Ich nehme euch hier gerade mal wieder mit. Bluetooth-Gerät hinzufügen, einmal auf das Plus-Symbol, kriegt ihr da hin, unten auf nächster Schritt. Dann wird gescannt, was gibt es so für Allpowers-Produkte, in dem Fall jetzt die R1500. Da klickt man einfach mal drauf und dann seid ihr in der Übersicht. Die Übersicht ist relativ rudimentär, genauso wie die ganze App, aber sie funktioniert. Kann man ja nicht von allen Herstellern sagen, von daher lieber rudimentär und funktioniert, anstatt so viel Schulspielereien und funktioniert nicht immer. Ihr könnt hier natürlich die AC und DC-Eingänge aus- und einschalten. Ja, ihr hört sie auch piepen hinter mir. Ihr habt oben in der Mitte habt ihr einmal die Akkustandsanzeige in Prozent sowie die verbleibende Laufzeit bei der Leistung, die gerade gezogen wird oder auch die verbleibende Ladezeit, wenn ihr das Ding am Aufladen seid. So, dann kommt ihr hier drüber über die drei Punkte, habt ihr noch den Arbeitsmodus.
Das könnten Sie eigentlich auch mal übersetzen. Also eigentlich müsste der Arbeitsmodus Ladegeschwindigkeit heißen, dann wäre es eigentlich komplett korrekt. Und zwar habt ihr hier einmal stumm, normal oder Standard und schnell. Der Stumm-Modus heißt also nicht, dass die Powerstation dann komplett stumm ist, sondern stumm bedeutet in dem Fall, ihr habt eine maximale Ladeleistung von 600 Watt, im Standardmodus habt ihr 1000 Watt und im Schnellmodus habt ihr die vollen 1500 Watt. Standardmäßig ist die Powerstation im Standardmodus, so wird sie auch ausgeliefert. Das heißt, wenn ihr hier die volle Ladeleistung haben wollt von 1,5 kW, müsst ihr das vorab hier in der App einmal umstellen. So, Energiesparmodus, ja klar, wie der Name schon sagt, auch wenn man es haben möchte oder wenn man es nicht haben möchte, geht eigentlich nur darum, dass die, wenn die halt eine Zeit von X keine Leistung auf den Ausgängen drauf ist, dass sie dann halt abschaltet und hier unten könnt ihr das dann im Endeffekt nochmal, wie viele Stunden sie warten soll, bevor wieder was passiert. Gut, eigentlich ganz einfach. Viel mehr gibt es in der App gar nicht zu sehen, aber das soll an der Stelle auch reichen, wenn es funktioniert. Was sollte man noch wissen? Man kann die Powerstation wie immer auch in eine Überhitzung reintreiben. Das habe ich auch wieder geschafft und diesmal habe ich es auch aufgenommen, wie das dann mal aussieht. Und zwar blinkt dann irgendwann so ein Temperatursymbol und in dem Fall hat es dann die Ladeleistung drastisch reduziert bis auf 500 Watt. Wenn man dann auch mit hohen Verbrauchern rangeht, dann geht die Ladung auch noch weiter zurück. Am Endeffekt, das schafft man so im normalen Alltag nicht. Also ich habe sie jetzt in Summe in den drei Tagen, ich habe sie dann dreimal voll entladen und geladen und entladen und geladen. Und also irgendwann merkt sie dann, es wird warm, ja, und dann bleibt die auch eine ganze Weile warm. Das merkt man ja auch irgendwann am Gehäuse. Aber alles cool. Sicherheitsmechanismen sind drin, dass da irgendwie nichts durchknallt oder ähnliches oder komplett überlastet wird und dadurch kaputt geht. Das passt soweit. Und das passiert auch mit anderen Powerstations in der Leistungsklasse, die so hohe Leistung abrufen können. Hier auch nochmal im direkten Vergleich. Rechts die R1500 und links die R2500. Ja, die 2500 hat doppelt so viel Kapazität, 2 Kilowattstunden. Wiegt dafür aber auch 10 Kilo mehr, also da seid ihr dann schon bei ein gutes Stück über 25 Kilo. Und auch so von den Dimensionen her ist die R1500 dann doch schon ein gutes Stück kleiner. Vor allen Dingen, wenn man sie anhebt, wird man es merken. Aber im Endeffekt für alle was dabei. Empfehlenswert finde ich sie beide. Und ja, wollte es euch nochmal zeigen, wie die beiden im direkten Vergleich aussehen. Kommen wir zum Fazit der Allpowers R1500 Powerstation. Rein äußerlich, natürlich ist wieder ein Plastikbomber, ganz klar, aber passt alles. Ja, Spaltmaße sind okay, Materialien sind okay, wirkt nicht billig, weder wenn man es anfasst, noch wenn man es durch die Gegend trägt oder wenn man sich anschaut, das passt alles. Designtechnisch gefällt mir die R-Serie von Allpowers ebenfalls sehr, sehr gut. Das habe ich auch schon bei den anderen beiden, R600 und R2500 erwähnt. Kann auf alle Fälle so bleiben. Ja, Display vorne auch einwandfrei, alle wichtigen Infos sind drauf, wie viel Energie habe ich da drin, wie lange kann ich sie noch nutzen und wie lange dauert es im Zweifel, um sie wieder aufzuladen, ebenfalls einwandfrei. Und von den technischen Daten her finde ich sie dann doch schon wieder relativ weit oben angesiedelt mit den Leistungsdaten, die sie hat. Also 1500 Watt AC-Laden, I love it, ja, man kriegt auch eine große Powerstation im Zweifel in einer guten Stunde, ein bisschen drüber voll und 0-80% in einer Dreiviertelstunde kann man auf alle Fälle machen. Ladung könnt ihr übrigens auch kombiniert, also einmal mit dem Netzkabel plus Solarpaneele zusätzlich, auch das geht, also ihr könnt beides miteinander kombinieren, ebenfalls einwandfrei. Von der Entladeleistung her, AC-seitig, 1800 Watt Dauerlast ist für eine Powerstation in der 1 Kilowattstundengröße auch extrem gut und auch die Anlaufströme bis 3000 Watt. Also ihr könnt da eigentlich auch alles Mögliche mit anschließen, das funktioniert und läuft soweit absolut passt. USB-Anschlüsse, zweimal USB-A, zweimal USB-C, ebenfalls in der Klasse absolut okay. Kann man genug anschließen. Die Option hier Zusatzakkus anzuschließen finde ich ebenfalls sehr gut. Wer das braucht, kann das an der Stelle tun. Und hier oben natürlich meine beiden Wireless Charging Pads, die ich bei der großen R2500 vermisst habe, sind hier wieder dabei. Finde ich extrem gut, weil eine Powerstation am Ende des Tages ist ja immer noch ein mobiler Energiespeicher. Und je mehr Möglichkeiten ich habe, um hier Energie rauszubekommen, umso besser ist das natürlich. Von daher finde ich Wireless Ladepads immer eine geile Sache bei jeder Powerstation und vermisst, wenn es halt nicht dabei ist. Was haben wir noch? Das 100 Watt Flex Solarpanel von Allpower ist ebenfalls einwandfrei, kann man nichts sagen. Klar, 100 Watt ist nicht die Welt, die gibt es aber auch größer und man kann auch mehrere zusammenschließen, also je nachdem. Und kann man auf alle Fälle machen, macht soweit auch einen wertigen Eindruck. Also das sieht auch nicht aus, als wenn es gleich auseinanderfällt, damit wird man auch im Zweifel eine Menge Spaß haben. Und im Gegensatz zu einem Faltpanel gibt es da nichts zu falten, das heißt im Zweifel eine Sollbruchstelle weniger. Ja, ansonsten Preispunkt, vielleicht auch wieder ganz spannend für viele. Stand heute
Liegt die Powerstation bei 699 Euro, finde ich fair. Mit dem Couponcode HOMETECH10 bekommt ihr wie immer 10% auf das komplette All-Power-Sortiment, so wie ihr es euch zusammenstellen wollt. Und dann liegt er noch bei 630 Euro für die Powerstation an sich. Finde ich, ist ein fairer Kurs, kann man auf alle Fälle machen. Das Solarpanel an sich liegt aktuell, ich glaube, bei 109 Euro, wenn mich nicht alles täuscht. Also für mehr oder weniger 100 Euro gibt es das Solarpanel, wenn ihr den Couponcode nutzt. Ist natürlich auch unten nochmal in der Videobeschreibung verlinkt, ganz klar. Gut, wir sind durch. Wieder schönes Gerät von Allpowers, wie ich finde. Kann man auf alle Fälle machen. Ich bedanke mich wie immer bei allen, die bis hierher durchgehalten haben. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.